Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Wochenblatt auf unserem Kanal. Und ich habe euch heute vom Bluebricks das, jetzt muss ich mal gucken, Ladegutzubehör für LKWs und Waggons mitgebracht. Das ist die Setnummer 105638, hat 735 Teile am Start und kostet 29,95. 4,1 Cent pro Stein. Das lasse ich mir gefallen. Und es ist ein wirklich cooles Zubehörset. Wir gucken uns ja diesen Monat so ein paar Zubehörsets an, die wir in Möwenstein verfrühstücken können. Und das Set ist ein bisschen monoton zu bauen, aber ist auf jeden Fall ganz cool. Hier seht ihr einmal das, was ihr bekommt. Genau, so rum. einmal nochmal die wichtigen Daten drauf. Oh, ganz wichtig, wir haben auch Ersatzteile dabei, wenn sie dann wollen. Da ist nichts Großes dabei, es ist halt ein bisschen Klöterkram noch zum, ne? Kann man vielleicht mal irgendwann mal verwenden. Gucken wir mal. So, ja, Bauzeit. Knapp 1,5 Stunden. Es ist ein bisschen monoton, der Bau, weil ihr baut sehr viele von gleichen Dingen. Also wenn ihr hier sowas habt, Flaschenkisten zum Beispiel, knüppelt ihr auch voll mit bunten Flaschen. Ja, ist ein bisschen mühselig. Genauso wie die ganzen Paletten. 13 Paletten müsst ihr bauen und das, oh, das war wirklich, da hast du knapp eine halbe Stunde, 40 Minuten hast du für Paletten gesessen und dann hast du ganz der Kleinkram zusammengedrückt. Das ist ein bisschen mühselig, aber am Ende des Tages ist es ein schönes Zubehörset, muss man schon so sagen. Genau. So, wo fangen wir an? Wir fangen am besten einfach mal mit dem Gerät hier an. Das ist eine Ameise, glaube ich, ne? Nennt sich das so? Ich glaube, ja. Und damit kann man ein bisschen durch die Gegend fahren. Der kann auch gut Paletten aufladen. Das ist ganz cool. Ne? Minifigur hinter und so und dann geht das. Richtig cooles Ding. Macht Spaß. Dann haben wir einen Gabelstapler dabei. Der hat noch ein paar Funktionen. Wir können den hier oben, kann man mit dem Finger den runterfahren. Das Gummi ist wirklich noch ein bisschen stramm. Da muss man noch mal ein bisschen nachhelfen. So, und dann kann man den auf die passende Regalhöhe nachher rauffahren. Sehr, sehr cool. Wir können den auch kippen, falls wir noch mal irgendwie längere Strecken damit zurücklegen sollen. Sehr genial. Gefällt mir. Ja, der ist solide gebaut. Der ist auch von unten hier komplett gefliest, also na, zum Teil gefliest, sag ich mal. Das gefällt mir ganz gut. Wir können hier das, genau, den können wir aufmachen. Ja, der war bei mir vorher schon so ein bisschen lose. Ich habe da eben dann rumgespielt und jetzt ist er weg. Egal. Also wir haben hier auf jeden Fall noch ein Gitter oben drüber, so ein Überrollbügel oder was auch immer. Ja, oder falls man von oben eine Palette rauffällt, dann ist man in dem Gerät eigentlich sicher. Ja, ganz gute Reifen hier drauf. Der hier eiert bei mir so ein bisschen, der andere ist wirklich gut. Der hier eiert ein bisschen, hält aber, ne? Ist auf jeden Fall fest. So, dann haben wir den Gabelstapler. Und dann haben wir palettenweise Ware. Tonnenweise Ware. So, der hier steht nicht auf einer Palette. Das sind so Metallrohre. Soll es wahrscheinlich sein. Das wird einfach mit Technikstangen hier zusammengeballert und dann passt das. Sehr fummelig, aber ist auf jeden Fall ein massives Teil nachher. Das gefällt mir ganz gut. Dann kann man übrigens auch mit dem Gabelstapler einfach. Oh, heute ist echt, ne? So, kann man auch mit dem Gabelstapler hinten drunter und dann passt das und dann sieht das gut aus. So, und dann fangen wir einfach mal mit den Lebensmitteln an. Nehmen wir erstmal hier alles zur Seite. Hier ist, glaube ich, eine Kühlbox drin. So, wir haben Lebensmittel dabei. Das ist alles, die ganzen Kisten können wir natürlich alle von den Paletten wieder runternehmen. Das ist natürlich gar kein Problem. Ich zeige euch einmal so eine Palette. Bevor ich hier die Möhren gleich noch überall im Raum verteile. So sieht so eine Palette aus. Hat auch Noppen zur Fixierung. Das ist natürlich sehr, sehr cool. Und hier unten kommt man gut mit der Gabel nachher drunter. Passt. So sehen die aus. Und die baut ihr halt zuhauf. Und da steckt ihr halt euer Ladegut drauf. So, wir haben hier eine Kiste mit Möhrchen. Einmal weiße Möhrchen und einmal, wahrscheinlich das Rüben. Und einmal dann die klassischen Möhrchen. Die haben wir hier drin. Dann haben wir eine Kiste voll mit Äpfeln. Grüne und rote. Finde ich sehr, sehr cool. Und dann haben wir 4 von diesen Kisten mit Flaschen. Flat Silver Deckel drauf. Sehr, sehr cool. Ich versuche mal einen hier rauszupobeln. Ja, die sitzen da wirklich fest drin. Das muss man schon so sagen. So, hier haben wir eine. So eine kleine blaue Flasche bekommt ihr. Und die sind hier zuhauf drin. Ja.
wahrscheinlich Mineralwasser oder irgendwas in der Richtung. Und dann könnt ihr die hier wunderbar stapeln auf dieser Palette. Finde ich, sieht cool aus, muss man schon sagen. Das gleiche haben wir nochmal in Rot. So, und da gibt es ein paar Dosen dazu. Ja, rote Dose, denkt euch die Marke. Ja, und dann gibt es hier so ein paar Kisten dazu. Ja, so sieht's aus. Und das ist genauso vollgepackt mit tollen Sachen bis oben hin. Und dann könnt ihr hier die Dosen reinpacken. Sehr cool. So, und dann haben wir noch das hier. Das ist einfach ein Klotz. Einfach ein Klotz auf einer Palette. Das ist tatsächlich, ich zeige euch das mal hier. Hier packt ihr einfach Flat Tiles oben drauf. Das sind massive Steine. Ja, einfach ein riesiges Paket. Was da drin ist, bleibt euch überlassen. Da könnt ihr einfach eure Gedanken schweifen lassen. Aber ich finde das sehr cool. Ja, einfach mal eine fette, klobige Box. Muss ja auch sein. Und dann haben wir die hier noch. Das sind leere Kisten. Na, wir haben hier diese Flat Tiles drauf und das sind leere Kisten. Da könnt ihr noch Zubehör, was ihr noch habt, Werkzeug oder was auch immer, könnt ihr da reinwerfen. Und dann habt ihr da nochmal eine coole Idee. Das sind 4 leere Kisten, die ihr hier nochmal verfrühstücken könnt. So sehen die aus. Ne? Ist genau das gleiche wie bei den Getränkekisten. Könnt ihr einfach abnehmen und dann könnt ihr hier ein bisschen eure Ideen reinpacken. So, und dann haben wir noch diese kleinen viereckigen. Ja, also diese hier. Die sehen so ein bisschen aus wie Mülltonnen. Und da ist auch nichts drin. Da könnt ihr auch was reinschmeißen, was Kleines. Deckel habt ihr auch dabei. Und dann könnt ihr davon 6 Stück auf der Palette bestücken mit irgendwelchen Items. Ja, das zu den Lebensmitteln. Ich glaube, das hier soll so ein Kühlbehälter sein. Bin mir nicht ganz sicher. Oder ein Wasserbehälter. Also auf jeden Fall ist hier oben irgendwie eine Öffnung. Ne? Und da ist dann, wahrscheinlich sind da irgendwelche Flüssigkeiten drin oder ist tatsächlich eine Kühlbox. Aber ich glaube, es ist tatsächlich eher so eine Art Wassertank. So sieht das irgendwie aus. Ist total cool gebaut. Ich nehme den mal ab. Den baut ihr nämlich. Ihr baut hier so einen Klotz. Und da sind dann Brick Modifies an der Seite dran. Und dann baut ihr einfach so einen Rahmen. Und den steckt ihr einfach auf den Brick Modify drauf. Und das macht ihr von der anderen Seite auch. Na, und hier habt ihr dann halt auch die Noppen in beiden Richtungen. Sehr cool. Und dann klickt das zusammen. Und dann habt ihr so eine Kiste. Genau so sieht's aus. So. Und dann kommen wir zu dem, was mich persönlich ja sehr begeistert hat an dem Set, warum ich es auch haben wollte. Wir haben hier verschiedene Arten von Eisenbahnzubehör, was man so halt braucht. Wir haben hier einmal so ein paar Gasbuddeln. Das ist natürlich immer noch mal ganz cool. Die kann man auch super irgendwo beim Lokschuppen nachher hinstellen. So ein paar Gasbuddeln sind ja immer ganz nice. Die haben wir dann noch stehen. Dann haben wir hier einmal ein Radgestell. Ja? Ist auch ganz cool, ist auch fest, ne? Also da wackelt nichts. Hat auch schon die neuen Räder drauf. Die rollen wunderbar. Richtig geil. Mit den Einkerbungen drin jetzt. Also es ist wirklich genial. Kann man sonst auch mal vielleicht für Räder benutzen. Dann haben wir hier, ich vermute mal, das ist so eine fette Spule, wo irgendwas drauf gespult ist. Da kann man irgendwas, ne? Also kann man Seile nehmen oder Kabel oder sonst was. Die gab es auch schon mal bei den Lego-Güterzügen. Da sind die auch drauf. Ich glaube, bei Bluebricks gibt es auch einen Waggon, der hat diese Dinger drauf. Also von daher, das finde ich ganz cool. Dann haben wir hier, ich bin mir nicht ganz sicher, was es ist, aber vielleicht ist, keine Ahnung, eine riesige, keine Ahnung, könnt ihr mal eure Ideen reinschreiben, was es ist. Also es wird vielleicht was vom Motor sein, vielleicht was vom Getriebe, keine Ahnung. Es ist ja alles ein bisschen bei Lokomotiven in einer ganz anderen Größenordnung. Also ihr könnt ja mal eure Ideen da reinschreiben, was ist das? Ja. Also ich habe keinen blassen Dunst, was das sein soll. Ja, schreibt mal eure Ideen in die Kommentare. So, und dann haben wir natürlich noch einen Motorblock. Ne? Richtig cool, fetten V10 haben wir hier. Und ja, mal gucken, wo wir den einbauen. Vielleicht steht er auch einfach nur hinterm Lokschuppen und sieht einfach gut aus. Ich finde den echt toll gebaut. Er hat hier alles mit Flat Silver hier unten drauf. Hier ist Flat Silver drauf. Denn hier oben das Schwarze sieht auch sehr edel aus. Ne? Und hier hinten haben wir dann nochmal ein paar Schläuche angedeutet. Also der ist wirklich, wirklich cool.
Der macht Spaß. Auf jeden Fall. Ja, und das ist das Ladegut-Zubehör von Blue Bricks. Ich finde, es ist ein schönes, kleines, süßes Zubehörset. Wir haben sehr viele Kisten und Fässer dabei. Das gefällt mir ja immer sehr gut. Und der Gabelstapler, den werde ich natürlich nicht in Möwenstein mit benutzen. Genauso wie hier den kleinen Blauen hier, den kleinen Freund. Sondern ich werde da halt wirklich Fokus auf die Kisten setzen, damit wir so ein bisschen auch epochenrein bleiben. Und dann machen wir da hinten uns eine kleine Deko-Ecke fertig in Möwenstein hinterm Lokschuppen. Und das wird dann bestimmt echt cool aussehen. Gerade hier so mit solchen Sachen und so. Ich glaube, das wird ganz cool. Genau. Ja, was haltet ihr von dem Set? Schreibt es mal in die Kommentare. Und dann können wir mal ein bisschen drüber schnacken. Wollt ihr mehr von solchen Sachen sehen? Also ich finde, da kann man schon ein bisschen was machen. Sowas vermisse ich bei Lego nämlich auch manchmal. Dass man einfach mal so ein bisschen... Ich erinnere nur das Frachtterminal damals von Lego. Wie geil war das denn? Da hat man auch mal ein paar Cargo-Dinger dazu gekriegt. Die sind jetzt alle auf Paletten. Ne? Aber wenn man jetzt ein einheitliches System hat... Für die Waggons nachher, auch fürs Ladegut für Waggons und sowas, das ist doch geil. Also, und wenn du sowas noch dazu hast, das pimpt doch die Spielwelt einfach unfassbar gut auf. Also das ist meine Meinung. Und ich finde halt für einen schmalen Preis, klar, 30 Euro kostet das Ding jetzt auch, aber hier ist auch wirklich viel dabei. Sehr kleinteilig natürlich auch, aber es ist wirklich viel dabei und wir haben wirklich tolle Sachen, auch wie den Motorblock hier dabei. Also von daher, das ist schon auch, kann man auch gut als Spielset benutzen. Absolut. Ne? Ist auch voll easy zu bauen, ist nicht kompliziert oder sowas. Also ne, das Komplizierteste war tatsächlich hier der Motorblock. Und das war's. Ne? Cooles Set, auf jeden Fall. Also ich freue mich darauf, das verbauen zu dürfen im Möwenstein. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ihr könnt ja mal eure Meinung reinschreiben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Wochenblatt wieder. Macht es gut, bis dann.